Dadurch, dass mir die Existenzsorge genommen wird mit dem Grundeinkommen, entsteht für mich ein Freiheitsraum, aus dem heraus ich tätig werden kann. Und zwar ohne, dass jemand anders Bedingungen dran knüpft. Also hat man ja oft in Familien, ja, hör mal zu, das kannst du nicht studieren, das ist eine brotlose Kunst. Wir unterstützen dich nur, wenn du das und das studierst. Gibt es ja zigfach. Ne? Also immer dieses, dass man etwas, was man dem anderen in Wirklichkeit bereit ist zu geben, als Vater ist man bereit, die Ausbildung des Sohnes zu unterstützen oder der Tochter, dass man das aber dann gleich mit Bedingungen verknüpft. Und jetzt sagt, na, du wirst es schon richtig machen.